Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich bin euer Max Deus und wir haben immer noch vor, das Schiff hier weiter auszubauen. Aber wir haben jetzt für den hier endlich passend genug Planken gehabt jetzt. Und ich muss schauen, wie viel Dings haben wir jetzt. Wir haben genug Schrott erstmal für ein bisschen was. Aber das wird nicht mehr reichen. Wir brauchen wieder mehr Schrott. Wir müssen Schrott bald wieder farmen. Aber wir können hier schon mal anfangen. So. Ja, ich hoffe, das wird reichen. Nope. Jetzt brauchen wir wieder Schrott. Aber da vorne kommt eine Insel. Das heißt, dass wir dann... Hä? Ich wollte schon sagen, was ist da jetzt gerade los gewesen? Da ist eine Kiste. Die werden wir so einsammeln. So, ich hoffe, das klappt. Dass wir die so einsammeln können. Oder warte mal. Wir machen es uns einfacher. Weil Kisten haben auch sehr, sehr oft Schrott. Und das ist eine kleine Insel da. Heißt, dass wir da vielleicht ein bisschen Planken kriegen. Aber drumherum ist definitiv wahrscheinlich gut was an Schrott dabei. Und wir werden dort nicht mal angegriffen. Außer vielleicht von Boris. So. Dann können wir jetzt noch mal das hier ein bisschen essen, trinken. Aber wir brauchen auch wieder was Vernünftiges zu essen. Komm, wir nehmen das hier mal. Hä? Ich hab doch nicht komplett... Was soll denn das? Wir brauchen zwei davon. So. So, jetzt haben wir wieder einen vollen Bauch. So, noch ein bisschen da rüber. Kleines bisschen noch. Ja, die Strömung ist es. Die Strömung macht uns hier ein bisschen zu schaffen. Aber naja. Schrott haben wir wieder? Wir haben wieder Schrott. Nice. So, aber das müsste auch jetzt langsam vielleicht nah genug sein. Schauen wir mal von hier. Das müsste reichen. Dann gehen wir mal hoch. Ja, das muss reichen. Und wo ist Boris? Da hinten. Der kommt nicht rechtzeitig an uns ran. So, dann schnappen wir uns erstmal die paar Bäume hier, damit wir wieder Planken haben. So, da vorne haben wir auch noch einen. Okay. Noch mehr Bäume gibt es nicht außer den da. Oh, ah ne, doch hier den hier. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Gibt es hier irgendwie noch eine Kiste? Wäre schön, wenn wir hier noch eine Kiste finden würden. Vielleicht da oben. Wohl eher nicht. So, aber dann können wir jetzt mal den Müll hier lassen. Das hier zum Beispiel. Das. Seile bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir die noch brauchen. Okay, auf der Seite ist kein Schrott unter Wasser. Wie sieht's denn weiter dort aus? Ist ja immer nur eine Seite, die voll mit Schrott ist. Und anderen Sachen, die unter Wasser sind. Ups. So.
Gibt's hier Schrott? Da unten sieht's so aus. Ja. Und noch ein bisschen anderes Zeug. Wir brauchen erstmal kein Metall und auch kein Kupfer. Ich hoffe, Boris greift uns jetzt hier nicht an. Wo ist er denn? Ich glaube, die Dinger sammeln wir auch mal ein, weil wir eine Tauchausrüstung auch noch brauchen werden. So, wo haben wir jetzt Schrott? Da habe ich gesehen, aber wir haben keine Luft mehr. Wo war denn der jetzt? Autsch. Da haben wir auf jeden Fall den Boris wieder. Da ist der Schrott. Autsch. So. Ja, Boris. Ich muss jetzt erstmal wieder an Land. Nein. Oh, erwischt er mich noch. Wo ist ein Land? Ich bin ja auch in die falsche Richtung zum Land. Ja, jetzt gleich gehen wir drauf. Wo ist Boris? Boah, jetzt müssen wir eben kurz abwarten. Alter. Bis wir wieder schwimmen können. Kann ich vielleicht von hier aus schon eine Tauchausrüstung bauen? Nein. Ja, das bräuchten wir noch ein bisschen. Okay. Abwarten, bis wir wieder an Land, beziehungsweise bis wir dahin können. Schwimmen können. Wo ist ein Boris jetzt? Ich hoffe, so greift er mich nicht an. Wir sind ja nicht. Doch, wir sind am Schwimmen. Was war das denn jetzt? Wir gehen mal auf unser Schiff. Leben müsste jetzt erstmal genug sein, damit wir da drauf können. So, wo haben wir unsere Lagerkiste? Da haben wir die Lagerkiste. Hm? Ah, da fehlen uns noch zwei. Okay. Das heißt, wir können dann den da rein. Planken haben wir. Kurz abwarten. Bis wir dann nicht die Flossen, das hier wollte ich machen. Bis wir das hier bauen können. Na, ich hoffe, das geht schnell. Denn die Tauchflasche, die brauchen wir wirklich. Da können wir eigentlich diesen Fischhut hier, ne? Oh. Doch, hier den Fischhut. Können wir den ausziehen? Ich glaube, wir werden noch andere Chancen haben, den wieder zu kriegen. Kann ich den wegschmeißen? So. Ui, wir können wieder Nägel machen. So. Nägel. Ah, nice. Können wir jetzt noch mal kurz ein bisschen bauen? Ist das noch hier? Ja, hier noch. Okay. Hier vielleicht auch noch? Ja, ab hier. Nice. Und dann jetzt wieder den. So. Und ganz vorne. Eigentlich. Mehr brauchen wir nicht, ne? Obwohl vielleicht hier noch. Hier wird vielleicht sogar noch gebraucht. Obwohl, bin ich mir auch nicht sicher. Doch, ich glaube schon, dass hier noch gebraucht wird. Oh, Kletterpflanzenglibber ist fertig. Und nochmal eine Planke rein. Wie viele haben wir noch von Planken? 7. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal oben den Boden weiter ausbauen.
oder die Wand da vorne. Dass wir hier nochmal eine machen, hier und ist jetzt unsymmetrisch hier, scheiße. Egal. Ist er fertig? Noch nicht. Der braucht aber auch lange. So. Sauerstoffflasche. Einer noch. Ja, jetzt haben wir den. Das heißt, Sauerstoffflaschen. Nice. Und ausrüsten. So. Wie lange schaffen wir es jetzt unter Wasser? Ach, wir brauchen jetzt eigentlich keinen Schrott mehr. Wir sind ja erstmal so weit. Doch, ein bisschen würde ich wohl nehmen. Wo war denn der Schrott überhaupt? Da hinten, ne? Daneben wurde es. Es geht aber auch langsamer zu Neige mit dem Sauerstoff, finde ich. Ja, Boris. Übertreib. Ich würde trotzdem sagen, vielleicht wegen der Gesundheit erstmal hier. Dass damit Boris abhaut. Nochmal vielleicht die Kokosnuss gleich auch nochmal essen. Wir brauchen gleich aber nochmal eine neue Plastikflasche. Was brauchen wir für die Plastikflasche nochmal? Wo habe ich die? Da. 6 Kunststoff und 4 Kletterpflanzenglibber. Wenn wir hier nochmal ein bisschen was finden, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Dann können also von Kletterpflanzen-Dingern da, können wir nochmal ein bisschen was nachproduzieren. So, wo ist Boris? Ich habe Angst vor ihm gerade. So. Ah, ich finde das echt super gerade hier. Mit dem, mit der Tauchausrüstung. Jetzt müssen wir aber hoch. Ah, hier haben wir wieder welche. Die nehmen wir gleich mit. So. Setam, genau. Setam hießen die Dinger. Habe ich jetzt gerade total vergessen gehabt. Boah, wie viel? Komm, wir machen einmal, was Setam angeht, auf 20 voll. Dann haben wir erst einmal genug. Einen bräuchte man und da haben wir noch einen. Ich sehe aber keinen Schrott mehr. War es das mit Schrott? Okay, mit Schrott scheint es jetzt zu Ende zu sein. Da ist unser Schiff. Boah, die Tauchausrüstung gefällt mir super. Wir können echt lange jetzt unter Wasser bleiben. Finde ich. Aber ich muss mir jetzt trotzdem eine neue, neuen Wasserschlauch machen. Wasserschlauch. Wasserflasche. Mal schauen. Wie viel haben wir jetzt? 6 von 6 Kunststoff auf Tasche, aber 4 von den Kletterpflanzen-Dingern brauchen wir. So, Anker wieder lichten. Und dann... Ui, da war jetzt ein Freeze. Und jetzt... Wieder auf Kurs. So. So, Kokosnuss und die Mangos noch eben gönnen. Können wir hier noch mal ein bisschen was einlagern. Was das hier angeht, wir haben genug fürs Erste. Schrott können wir auch erstmal wieder hier reinpacken. Kletterpflanzen-Dinger haben wir gar nicht mehr. So, nochmal ein paar Planken rein. Wie viele Planken haben wir? 7.
So. Sobald wir hier unten durch haben, bauen wir oben aus. Und dann fangen wir unten an, also hier die Wände zu ziehen. Aber doch, hier fehlen die Dinger. Die hier. Definitiv. Ah, vielleicht machen wir noch einmal... Einmal Nägel noch. Wo haben wir sie? Da und hier. Und dann wieder hier drauf. Ah, wir haben kein Holz. Dann holen wir uns Holz. Oh, passt perfekt. Dann einmal hier. Und so. Ich habe das Gefühl, wir müssen so auch noch hier mal bauen. Hier vorne zumindest. Weil wir ansonsten hier wahrscheinlich nichts bauen können. Dieses Gefühl habe ich gerade. So. Die sind auch wieder so weit. Nice. Die Kletterpflanzenglibber können wir auch erstmal hier lagern. Ich höre Möwen. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Aber hier haben wir ein bisschen wieder was. Nice, wieder ganze 4 Holz. So, dann können wir den hier nochmal nachfüllen. Der müsste auch jetzt jeden Moment fertig sein. Ah, Planke müssen wir noch reinziehen. So. Das müsste jetzt eigentlich der letzte sein, den wir brauchen. Was? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ne, die... Oder warte. Wir machen daraus mal Seile. So. 1, 2, 3. Dann haben wir wieder 3 Seile. Seile sind voll. Die lassen wir nachher drinne. Machen wir die auch mal voll. Für den Fall, dass wir die gebrauchen können. Und nee, das war da drinne. Die brauchen wir gar nicht. So, mal schauen, wo ich die jetzt wegschmeißen kann, ohne dass wir die wieder selber einsammeln. Ui, Kiste. Und Fass. So, ich hoffe, den erwischen wir. Nein, wir müssen noch ein bisschen weiter dahin. Ja, das sieht optimal aus. Und den? Kriegen wir den? Ja, perfekt. Wir sind Meister in dem, was wir tun. Warte. Genau, das wollten wir wieder. Hier. Das wird aber jetzt erstmal so reichen. Dann machen wir jetzt mal oben. Dann brauchen wir den. Oh, wie viel Holz wir wohl dafür brauchen werden. Das ist Wahnsinn. So. Komm. Oh, diese Freezes. Und so. Nice. Wir fangen von hinten an. So. Und dahin kommt schon der nächste Fass. Ich hoffe, den kriegen wir. Könnte ganz knapp werden. Ganz. Ja, den haben wir nicht gekriegt. Müssen wir besser zielen. So wie jetzt. Immerhin 3 Planken. Oh, der ist fertig. Hä? Ich habe eine Planke nachgelegt. Hä? So, dann können wir jetzt. Nice.
Dann haben wir unsere Trinkflasche wieder. Der kommt hier hin. Wir haben wieder Steine. Wofür brauchen wir Steine? Oh. Ich glaube, wird auch langsam Zeit, dass ich mal den PC gleich irgendwann wieder ausschalte. So, der kann weg, das kann weg, das kann weg. Und dann nochmal trinken. So. Und nochmal Wasser von unten nachfüllen. Und da. Also Schrott haben wir auf der Tasche. Können wir auch noch hier reinschmeißen. Dann wird das hier auch mal wieder voll kriegen. Wir können aber Plastik auch wieder füllen. Das sollen wir jetzt nur mit zwei Planken machen. Oder warte, wir brauchen ja Behälter. Wir haben aber nicht genug Planken. Und wir brauchen bald wieder einen neuen Enterhaken. Ansonsten sind wir nur noch auf die Netze hier angewiesen. Was brauchen wir für einen Enterhaken? Zwei Seile, sechs Schrott und einen Bolzen. Dann lassen wir den bauen. Dann haben wir wenigstens einen neuen Enterhaken. Der kann hier rein. Die können wir auch erstmal hier reinpacken. Und die Palmblätter, die schmeißen wir hier eher weg. So. Weil die brauchen wir nicht. So, den tue ich auch mal hier hin. Ich hoffe, den kriegen wir. Komm. Ja, nice. Ach nö. Wieder. Oh, nicht runterfallen. Aber wir haben wieder genug für einen Boden. So, dann machen wir das hier gleich. Ja, so. Und da hinten auch nochmal. Mal schauen, wie weit es unten ist mit der Sammlung. Netzsammler. Toll. Sachen, die wir nicht brauchen. Warte mal, wir haben das ganz nach hinten ja durchgebaut. Dann können wir hier was wegschmeißen. Was wir nicht brauchen. Wie die Dinger. Und den Rest können wir erstmal hier einlagern. Hier brauchen wir ja noch was. Und wir müssen Schrott auch wieder auf 20 kriegen. Warte mal. Ich dachte schon, wir hätten da Steine gehabt. Wir müssen noch schauen, wie wir das hier hinkriegen. Mit den Wänden und so. Aber ich hatte mir gedacht gehabt, hier machen wir ja den Flur. Oder wir können aus jedem einzelnen dieser Rahmen, sage ich jetzt mal, einen speziellen Raum machen für eine für Schmelze, eine für Dingens hier, für Bauen und so weiter auf der Seite. Und auf der anderen Seite, oder auch andersrum, ist dann die große Lagerhalle. Das wäre doch eine Idee, oder nicht? So, wir haben wieder unten was. Wir brauchen aber auch bald wieder eine neue Insel. So, wir haben wieder drei Plastik. Das heißt, das können wir auch mal wieder hier einlagern. Ich bin jetzt auch nur sinnlos am Hin- und Herlaufen. Gefühlt. Und wir müssen das mit dem Motorenraum unten auch irgendwie
gelöst kriegen. Zumindest haben wir hier schon mal, was Räume angeht, das schon gut hingekriegt. Ich muss irgendwie Rohre bauen. Wie kann man Rohre bauen? Recycler, Sammelnetz, Vogelnest. Ja, Unterbahn, Kontor, Leiterplatte. Kombiniert grundlegende Ressourcen zu Handelspostenwährung. Ein Moment, das. Leiterplatte. Okay, was brauchen wir für Leiterplatte? Kletterpflanzenglibber. Okay, wir haben hier was für Kletterpflanzenglibber. Wenn wir den dann haben, dann haben wir die Leiterplatte und dann können wir Recycler machen. Dann platzieren wir den auch irgendwo hier unten. Und dann, wenn der fertig ist, dann können wir für diese Handelsposten, ich weiß nicht, was wir da reinschmeißen müssen, können wir alles mal ausprobieren. Aber dann können wir Währung produzieren, damit wir Sachen da einkaufen können. Oh, wir haben unten wieder was. So, eine Planke, wow. So, aber den können wir dann schon mal oben platzieren. Ist der für die Seite? Ja. Das heißt, für die Seite müssen wir auch noch. Ich hoffe, das ist Planke. Und wir haben hier Glibber. Das heißt, wir können den jetzt einmal herstellen. Und wo war denn der Recycler? Hier. So, wie muss der überhaupt rum? Ich würde sagen, wir packen den... Ich glaube, das sieht so aus, als müsste er so rein. Requires raw material. Palmblatt platzieren. Ein Moment. Heißt das, wir können unnötiges Material einfach da reinballern? Also Sachen, die wir nicht brauchen. Wie jetzt das Beispiel Kunststoff und Palmblätter. Das will ich jetzt ausprobieren. Wir haben hier ja auch Kunststoff. Können wir ja eh neue hinkriegen. Und Seile kriegen wir auch neue. Dass wir die dann da rein tun. So. Und. Okay. Da muss noch mehr rein. So, eine Planke haben wir schon wieder. Oh, wir haben 5. Haben wir oben schon gebaut? Der eine, der fehlt? Ne, haben wir noch nicht. So, dann Z. Passt. Okay. Das müssen wir noch rausfinden, also noch ein bisschen weiter ausprobieren, sage ich jetzt mal. Hier Stein haben wir, können wir auch noch drauf reintun. Und nochmal Palmblätter. Stein können wir reintun. Okay, funktioniert. Dann das hier. Wir brauchen noch ein bisschen was. Ich habe keine Ahnung, wie viel da jetzt rein muss. Kriegen wir den? Ja. Palmblätterschrott. Ich will das jetzt wissen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel da drin ist. Aber wenn wir den haben,
Dann brauchen wir den ganzen Müll, den wir nicht brauchen, nicht einfach so in den Ozean wieder reinschmeißen. Sondern tun das einfach da rein. Und dann kriegen wir sogar Handelswährung. So, wir haben wieder ein bisschen was zum Füllen. So. Und so. Aber der fängt noch nicht an. Oder dauert es einfach so seine Zeit. Wir haben hier aber auch noch ein bisschen was zum Wegschmeißen. So und so. Haben wir noch irgendwas auf Tasche? Ja, die anderen Sachen will ich ungern da reinschmeißen, wirklich. Die Dinger. Warte mal. Können wir Rezept reinschmeißen? Welchen kriegen wir immer so oft? Hier Fisch, ein Topf, den kriegen wir immer sehr oft. Will ich mal schauen. Können wir den auch. Ah, okay, den können wir nicht da. Drücke oder halte R für die Taste sanftes Drehen. Ach so! Ich wollte schon sagen, was war das denn jetzt gemeint? Aber ja, anscheinend werden wir das wohl, wie das Ding funktioniert, erst in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!